Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quick-Tipp am Montag hier im Recording-Blog. Und falls du meinen Kanal schon etwas länger verfolgen solltest, dann weißt du, dass ich hier natürlich nicht nur Tipps und Tricks rund ums Mischen der Songs in der eigenen DAW gebe, sondern dass es mir auch ein persönliches Anliegen ist, dafür zu sorgen, dass die Arrangements von den Songs, die wir mischen, auch immer attraktiv und interessant gestaltet werden. Das bedeutet natürlich nicht nur, dass die Akkordfolgen interessant sein sollten und der Abwechslungsreichtum bei Strophe, Refrain, Zwischenteil und so weiter. Da ist natürlich ein bisschen Spielraum, aber nicht so viel, sondern da geht es mir vor allem darum, dass auch viele Kleinigkeiten in den Mixen platziert werden. Viele kleinere Elemente, die immer dafür sorgen, dass man nicht den Eindruck hat, erste Strophe ist einfach die gleiche rüber kopiert auf die zweite, sondern dass so eine Kleinigkeit sich ändert, irgendwie ein Sound nochmal neu dazukommt oder sich irgendwas Spezielles ändert, wie zum Beispiel das, was wir uns gleich anschauen. Rückwärts ist dabei auf jeden Fall spätestens seit den Beatles ein interessantes Thema. Die Beatles haben ja ganze Soli rückwärts laufen lassen von Gitarren, aber ich möchte hier speziell Kleinigkeiten, also so kleine Highlights setzen und habe mir dafür mal eine Snare rausgesucht, die wir gleich rückwärts laufen lassen und wo wir so einen schönen Schwell-Effekt machen. Das kannst du aber natürlich nicht nur mit einer Snare machen oder mit jeder Trommel, sondern das geht auch mit irgendwelchen Instrumenten, wie zum Beispiel angeschlagene Akkorde, also wenn man die anschlägt und die ausklingen, Gitarrenakkorde, Keyboardakkorde, Synthesizer oder gesungene Wörter, einzelne Wörter, die man vielleicht anschwellen lassen kann, um da ein bisschen mehr Betonung drauf zu kriegen. Alles kann man umdrehen und wir schauen uns mal kurz an, wie das geht. In der DAW hier, meiner Wahl im Moment Studio One, geht das ganz einfach, funktioniert aber in deiner DAW sicherlich auch, denn das Prinzip ist auf jeden Fall das gleiche. Wir schauen uns mal hier diese Snare an, die läuft hier gerade so durch. Und dieser Beat läuft ganz normal durch. Ich möchte jetzt zwei Snare-Schläge mal dadurch ein bisschen hervorheben, dass ich sie rückwärts schon mal anschwellen lasse. Und dadurch, das kann ich machen, indem ich hier einfach mal reinzoome. Und diesen Schlag, den wir jetzt hier gerade haben, den möchte ich jetzt einfach mal freistellen. Und das kann ich ganz einfach machen, indem ich jetzt einfach mal kurz schneide, da und da einen Schnittpunkt setze. Und dann habe ich im Prinzip diesen einzelnen Snare-Schlag schon freigestellt. Jetzt sorge ich noch dafür, dass ich eine eigene Spur dafür habe, indem ich einfach auf die Spur mit der rechten Maustaste draufklicke und hier Spur duplizieren wähle, was ähnliches geht bei Logic zum Beispiel mit Kommando D, da kann man auch die Spur duplizieren. Ich klicke mal drauf, dann kriegen wir eine leere Spur, aber mit den gleichen Plugins schon mal drin, die wir vorher auch auf dem anderen Snare-Sound hatten, auf der anderen Snare-Spur drauf hatten. Und jetzt muss ich im Prinzip diesen Sound hier nur noch runter kopieren. Zack, dazu fasse ich ihn mit der Maustaste an, halte die Alt-Taste, aber das wirst du sicherlich wissen, wie man eine Spur runterkopiert. So, jetzt haben wir hier also diesen Sound freigestellt und jetzt muss ich den eigentlich nur noch rückwärts laufen lassen. War früher ein bisschen schwieriger, heute geht es mit der rechten Maustaste einfach drauf, dann auf Audio und hier bei Studio One muss man dann Audio umkehren wählen. Das ist eine ziemlich komische Begrifflichkeit, aber im Prinzip sagt es natürlich das, was es auch macht. Ne? Es wird diesen einzelnen Sound rückwärts abspielen und Kommando RR hier auf der rechten Seite deutet auch an, RR für Reverse, Englisch für rückwärts, dass es sich genau darum um dieses Kommando handelt. Also zoomen wir raus, lassen wir das Ganze mal rückwärts laufen und zack ist der Sound auch schon rückwärts. Ne? Das heißt, wir haben hier diesen Schwelleffekt und dann haben wir hier diesen eigentlichen Transienten, den wir haben. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch den Schwelleffekt ein bisschen mit einem Fade-In bearbeiten und hier auf der rechten Seite den Transienten ein bisschen abschwächen, indem wir den hier einfach mal auch mit einem Fade versorgen. Und jetzt müssen wir den eigentlich nur noch an die richtige Stelle ziehen. Das ist hier, da ungefähr, wo ich jetzt den Cursor platziert habe. Das heißt, den schieben wir mal dahin und zoomen dann nochmal rein, sodass wir da auch einen sauberen Übergang kriegen. Das heißt, wenn wir den Schwelleffekt ungefähr hier an den Transienten haben wollen, dann können wir den hier so ranziehen und das sollte im Prinzip schon gut funktionieren. Hören wir uns das Ganze mal an, wie das Solo klingt. Genau, da haben wir diesen Schwelleffekt und den möchte ich bei der Snare vorher auch haben, nämlich genau, bei dieser Snare möchte ich den auch haben. Jetzt muss ich das nicht nochmal freischneiden und umdrehen und so weiter und so fort, sondern kann das direkt mit dem Sound machen, den ich hier vorhin auch genommen habe. Das heißt, den kopiere ich hier auch einfach nochmal runter auf die andere Seite, guck, dass der hier passend beim Transienten läuft. Wieder ranschieben, so, und damit sollte unsere Snare jetzt an dieser Stelle ein bisschen mehr Betonung kriegen und zweimal interessanter sein, indem sie einfach da rückwärts läuft. Genau, und im Arrangement komplett klingt das dann so. Ist natürlich jetzt zu laut, sollte man ein bisschen leiser machen, damit man das nicht zu offensichtlich hat, aber wunderbar. So kann ich arbeiten und so kann ich diese Akzente an allen Stellen setzen, wo ich Lust darauf habe. Und wie gesagt, das geht nicht nur mit der Snare, sondern das geht natürlich auch mit dem Keyboard, mit einem gesungenen Wort, mit
ich habe es ja gerade schon gesagt, mit allem, was man irgendwie rückwärts abspielen lassen kann. Man kann sich da seiner Kreativität auf jeden Fall freien Lauf lassen. Und vielleicht hast du ja Lust, mal unten in die Kommentare reinzuschreiben, was du alles so rückwärts laufen lässt und wie du damit dein Arrangement interessant gestaltest. Denn genau das ist ja das Salz in der Suppe, das was den Song erst von anderen unterscheidet und interessant macht. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou. Ha ha ha.